Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Hollow Knight. Aktuell befinde ich mich noch in der Pilzöde, wie man hier an der Karte sehen kann. Moment. So, und hier wollte ich nun die ganzen Wege nach links erkunden. Ich weiß nur nicht, ob ich oben anfangen soll oder unten. Also ob ich hier beginnen soll. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was hier war. Wir sind gerade ja aktuell hier. Ich glaube, ich fange hier tatsächlich mal hier ganz unten an und gucke mal, wo wir hinkommen, wenn wir hier links weitergehen. Er klingt ziemlich traurig da hinten. Aber er sieht trotzdem aus wie ein Feind. Und irgendwie wissen wir auch gerade nicht, wie wir zu ihm kommen sollen. Ich werde ihn aber dennoch mal markieren. Damit wir wissen, dass hier was ist. Das muss ich wieder mit blau machen. Die roten Punkte sind ja eigentlich Wege, die ich noch bereisen will. Wo haben wir die eigentlich gerade liegen? Ich glaube, die sind überall auf der Karte verteilt. Genau, da hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die Punkte, die ich noch erkunden möchte. Und die blauen Markierungen, da gibt es irgendwas. Ich habe auch leider, da ich jetzt ja doch eine kleine Pause eingelegt habe, zwischen dem letzten Video und diesem, vergessen, was da war. So, da geht es wieder rechts. Oh, da unten scheint was zu liegen. Was haben wir denn hier? Sprintmeister. Okay. Gucken wir mal, was das ist. Ich schreibe erstmal auf. Talisman. Sprintmeister. Dass wir den hier gefunden haben. Ja, Talisman. Sprintmeister, das Abbild eines exzentrischen Käfers, der nur als der Sprintmeister bekannt war. Der Träger kann häufiger sprinten und den Sprint auch nach unten einsetzen. Ideal für alle, die sich so schnell bewegen wollen. Müsste ich bei Gelegenheit mal austesten. Vielleicht bringt uns das ja an der einen Stelle weiter, wo wir übers Wasser sprinten müssen, wo unser normaler Sprint nicht reicht. So, das Tor hier ist versperrt. Das werde ich auch nochmal markieren, dass da etwas ist, oder? Ja, besser ist. Man markiert einfach zu wenig und nachher hat man das Problem, dass man nicht mehr weiß, wo man lang soll. Also hier habe ich jetzt zwei Markierungen. Eigentlich müsste das ja rot markiert werden. So, vielleicht kommen wir aber... Wir kommen hier von oben auch nochmal links weiter. Nicht so, mein Freund, nicht so. Autsch! Stirb! Ah, und ich hüpfe ins Wasser. Wie dumm von mir, weil ich es übersehen habe. Noch dümmer von mir, dass ich meine Seelenenergie verplemper, wenn wir hier doch nochmal eine Bank haben, um uns auszuruhen. Dann wird auch unten das kleine Gebiet noch eingetragen. Ja, dann kann ich die eine Markierung unten eigentlich auch wieder wegnehmen. Denn wir sehen ja jetzt, dass es da noch weitergeht und wir da noch nicht waren. So. Ja, wir müssen aber hier oben lang. So. Ups, ups. Ah.
Hey, hey, so. So nicht, Fräulein. Oh, da ist ja noch einer. Der will's auch wissen. So. Hey! Da haben wir jetzt aber ordentlich Schaden genommen. Vielleicht sollte ich nochmal runter zur Bank. Dann kann ich Seelenenergie noch ein bisschen aufheben. Und bin wieder voll aufgeladen. Ja, das sieht mir besser aus. Ach, Mann. Was ist denn heute los mit mir? Na, das ist ja ein guter Anfang. Dabei war ich im letzten Video so gut bei solchen Passagen. Und jetzt versage ich hier auf ganzer Linie. Gut, dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Wir sind im Mantisdorf. Hier scheinen die wohl zu Hause zu sein, die Mantiskrieger. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, hier schon lang zu gehen. Ob ich nicht doch oben erst den Weg erforschen soll. Weil die sind ja nicht ohne, ne? Auf der anderen Seite bringen sie aber auch gut Geo. Ah. Ja, man muss sie nur so ein bisschen austricksen. Aber was haben wir hier? Ein Schalter. Öffnet das Tor oben. Dann schauen wir da mal lang. Dafür müssen wir oben lang, komplett, wie ich das sehe. Aua! Hm, wie kommen wir denn da hin? In dieses Geo? Hey, das können wir auch von hier schlagen, aber ich glaube, so ist es eigentlich nicht gedacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns hier irgendwas fehlt. Aua! Geh weg, geh weg! Ich heile mich mal lieber, bevor das hier unser Tod wird. Auch hier kommen wir erstmal nicht weiter. Da oben liegt noch was. Na. Hey, so. Na, hier kommen wir auch nicht hoch. So, schauen wir mal, was wir hier finden. Genommen, Mantisklaue. Drücke A, während du an einer Wand heruntergleitest, um erneut zu springen. Springe von Wand zu Wand, um in neue Gebiete zu gelangen. Das klingt geil. Jetzt kommen wir an die ganzen Stellen hier.
Ja, das funktioniert. Sehr schön. Die brauchen wir natürlich. Das heißt, wir kommen jetzt auch da hoch. Wir kommen jetzt an einige Gebiete wieder. Ja, das erleichtert uns einiges. Die Waffenruhe bleibt bestehen. Unsere Wache dauert an. Die Bestien werden in Schach gehalten. Das gefällt mir ja mal richtig, dass wir jetzt sowas haben. Ah, nein. Nein! Noch einmal versuche ich's. Oha. Gut, jetzt ist es mir zu riskant, sonst sterben wir. Aber die Bank ist auch so weit weg. Und ich weiß nicht, wo wir hinkommen, wenn wir hier jetzt hochgehen. Wiku, 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 wiku. Was haben wir denn hier für einen komischen Baum? Orangenscheiben am Baum. Erstmal heilen. Oh, hier oben haben wir noch was. Das Journal eines Wanderers. Okay, hier finden wir jetzt ja einiges. Ah, nein! So viel zu unserer gehaltenen Energie. Scheiße, jetzt habe ich nicht lang genug fokussiert. Was ist denn nur heute mit mir los? Dabei sind das ja noch nicht mal gefährliche Gegner, die wir ja haben. Hopp. Oh, wir können auch die Wand runtergleiten. Habe ich das vorher nur noch nicht bemerkt? Ah, hier kommen... Aha, wir haben hier also einen Rundlauf. Jetzt sind wir hier wieder, wo ich ja eigentlich eh lang wollte. Und da geht es auch nochmal links. Schauen wir mal, wo man hier hinkommt. Hey. Hier kommen wir nicht hoch. Da ist die Wand nicht hoch genug, um sich festzuhalten. Das heißt, hier werde ich jetzt noch einmal eine Markierung setzen. Zack. Unsere Lebensenergie ist voll. Jetzt werde ich nochmal meine Seele hier ein wenig aufladen. Oh, wir haben genug von denen getötet. Wo sind sie denn? Wieso markiert der uns eigentlich nie die, die wir hier erledigt haben? Hier, am Blumen. Einfältiger, krabbelnder Pilz. Sein Hut ist mit einer Schicht verhärteter Dornen bedeckt. Leg dich auf den Bauch, öffne deinen Schlund und lass diesen Leckerbissen direkt in deinen Magen marschieren. Dieser Baum hier. Ah, jetzt sind hier aber auch die Gegner wieder. Aber wenn wir an den Wänden gleiten können... Aber wieso bewegt er sich denn immer noch nach links? So. Oben oder unten lang? Ich gehe erstmal oben lang. Aber unten lang haben wir noch Geo.
nehmen wir natürlich mit. Dann schauen wir mal, wo wir oben hinkommen. Vielleicht können wir das Tor öffnen. Doch nicht? Ah, wollte gerade sagen, was hat denn das jetzt geöffnet, wenn nicht das hier? Aber es klang auch so, als hätten wir jetzt irgendwas anderes aufgemacht. Oh, wo sind wir jetzt hingefallen? Okay. Da haben wir ein verschlossenes Tor. Aber das können wir doch von hier aufmachen. Nee, doch nicht. Aber von unten. Ah, da unten hängt einer an der Wand. Er meint auch, ich sehe ihn nicht. Ja. Geiler Trick, wa? Dieses Tor geöffnet. Hier haben wir ja noch ein Tor, das wir öffnen können. Hallo da oben, komm. Komm. So. Und hier können wir das Tor dann wahrscheinlich dafür öffnen. War hier oben auch noch was? Nein, hier oben kamen wir her. Sehr gut. Ah, da unten ist ja eine kleine Party. Ich heil mich erstmal. Das war schon mal gut, dass wir den erledigen konnten, ohne mit ihr in Bredouille zu geraten. Fräulein. Dann machen wir auch dieses Tor auf. Gucken mal, was hier rechts ist. Sie verwehrt uns die Bank. Müssen wir wohl hier drüber irgendwie dahin. Gucken wir mal. Aber wir sind ja hier runtergefallen und haben uns hier noch gar nicht umgeguckt. Komm her. Oh, Quirrell. Was machst du denn hier? Hallo mal wieder. Ich nehme an, du hast den Stamm des Dorfes bereits kennengelernt. Hm? Sie scheinen Fremden gegenüber ein wenig misstrauisch zu sein, gelinde gesagt. Sie sind jedoch keine Barbaren, nein. Die Krankheit in der Luft, welche die Sinne geringerer Wesen vernebelt. Sie wehren sich dagegen. Sie behalten ihren Verstand und ihre Ehre, aber auch ihre tödlichen Traditionen. Ich gebe dir einen Rat mit auf den Weg, mein Freund. Wenn du planst, dich mit dem Fürsten dieses Stammes anzulegen, wird dein stumpfer Nagel wohl nicht ausreichen. Es gibt eine Stadt in der Nähe, die alte Hauptstadt von Heilandsnest. Ich habe gehört, dass ein Nagelschmied dort leben soll. Finde den alten Käfer und dein Vorankommen wird sich sicher beschleunigen. Mein eigener Weg führt mich zu dieser großartigen Stadt. Wenn du den Nagelschmied aufsuchst, wird es nicht lange dauern, bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Ja, aber wo befindet sich die Stadt?
Weil ich nehme mal an, dass wenn wir weiter das Mantisdorf entlang gehen, dass wir dann auch früher oder später mit den Fürsten zu tun haben werden. Und eigentlich sind wir ja hier hochgekommen. Moment. Wir haben da rechts ja nochmal den Weg nach links. Ach, das war aber auch nur dieser Rundlauf. Oder? Irgendwer macht uns da ja die Tür zu und das finde ich nicht gut. Weg mit dir. Hier haben wir ja auch schon alles gemacht. Ich erforsche das hier jetzt erstmal weiter. Uah! Schöne Idee. Wir haben hier doch links die Tore geöffnet. Das war doch einfacher, hier lang zu gehen. Genau, hier unten geht's auch noch hin. Ich sehe da hinten Geo. Ist auch noch Geo. Au. Aua. Das war aber nicht die, die uns den Weg versperrt hat, ne? Das war weiter oben. Das war hier, glaube ich. Oder? Oh, wir haben auch genügend von denen jetzt erledigt. Vom Mantis Junges, Mitglied eines stolzen Stammes, dem es sehr wichtig ist, sein Territorium zu schützen, sticht mit seinem spitzen Hinterleib zu. Wenn es groß wird, verliert es die Fähigkeit zu fliegen. Das Erwachsenwerden wird oft befeiert, doch im Lauf der Zeit merken wir, was wir eingebüßt haben. Wie wahr, wie wahr, wie wahr. Hier, ich hätte gern die Bank. Aber wie kommen wir dahin? Ups, komm mal her. Ups. Ja, nimm. So. Da hängt ja auch noch einer.
Ah, so. Und dann will ich das Tor hier noch öffnen. Da müssen wir hier unten lang. Ja, okay. Das will ich noch nicht machen. Ich will erstmal den Nagelschmied finden, von dem Quirrell gesprochen hat. Und es wäre ja auch nicht das Schlechteste, die Bank hier freizuschalten, die hier oben ist. Dann müssen wir nicht so weit gehen, wenn wir hier sterben. Oh Mann. Hier haben wir aber jetzt erstmal alles erforscht, oder? Ja, hier geht es links nicht weiter. Und rechts wird uns zugemacht. Vielleicht sollte ich mal... Ach, da oben hat sich einer versteckt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber keine Gefahr für uns. Vielleicht sollte ich zumindest mal zu der einen Bank zurückkehren, da unten. Dass jetzt hier die neue Karte eingetragen wird. Dann können wir uns besser Übersicht verschaffen, wo wir hin müssen. So. Aha. Können wir auch so machen, mein Freund. Oh. Aua. So. Hatten wir zu ihr jetzt auch einen Eintrag? Nee, da müssen wir noch 6 weitere töten. Das war nur dieses Geräusch, wenn der Rachegeist ausgelöst wurde. Ich weiß, dass du auch nach oben schlagen kannst. Aua. Aua. So. Zum Glück kommen wir aber auch gleich zur Bank. Dann schauen wir uns mal die Karte jetzt nochmal an. Mantisdorf. So, nach da rechts macht sie uns die Schotten dicht. Wo ist nur das Dorf mit dem Schmied? Schauen wir nochmal hier auf der Karte, wo wir alles sehen. Ich könnte natürlich erstmal jetzt noch die anderen Wege hier ablaufen. Kommen wir da unten dran, was wir uns markiert haben? Da muss ich jetzt mal gucken. Jetzt mit der Mantisklaue, die hatten wir ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Und hier unten ging es auch so nicht weiter, oder? Nee, hier war ja auch noch ein verschlossenes Tor. Thank you.
wir die Mantis... Nee, die Mantisklaue haben wir hier nicht gefunden. Ich glaube, Sprintmeister haben wir hier gefunden, genau. Ja, Leute, Fragen über Fragen. Wo gehe ich als nächstes hin? Also ich würde, wie gesagt, bevor ich da diesen Kampf antrete, dann tatsächlich gerne Quirrels... Ist das gerade euer Ernst? So. Quirrels Rat folgen und zum Schmied gehen, aber er sagt ja auch nur ein Dorf in der Nähe. Moment. Ich habe gerade eine andere Idee. Die Stelle, wo uns vorhin Hornet abgehauen ist, die kommen wir doch jetzt mit unserem Clownsprung lang. Das heißt, da müsste ich mal hin. Ich müsste mich hier also wieder hocharbeiten. Ja, wir sind geogeil. Man kennt uns doch. Ach, so einer bist du, ne? Hinderst uns am Aufstieg. Komm, euch hol ich auch noch. Weiter hoch. Da ist ja noch einer und da unten hängt auch noch einer. So. Ja, vor allen Dingen ist die Frage, der Schmied wird das ja auch nicht umsonst machen, ne? Das, halte ich für unwahrscheinlich. So, wir haben den Eintrag zum Mantiskrieger. Mitglied eines stolzen Stamms, dem es sehr wichtig ist, sein Territorium zu schützen. Seine Arme sind mit Klingen versehen und zu wilden Angriffen fähig. Wenn du zu weit in die Pilzwälder vordringst, werden sich dir diese Krieger in den Weg stellen. Was gibt es wohl tief im Herzen dieses Territoriums, das sie beschützen? Das frage ich mich auch, aber da will ich, wie gesagt, nur mit dem stärkeren Nagel weiter. Ist ja schon auffällig hier beim Dorf, dann unten die drei. Autsch, autsch. So. Wo müssen wir denn lang? Nach links? Ach, da ist auch noch einer. Sich mal wieder... an der Decke versteckt. So. Glaub nicht, dass wir dich nicht gesehen hätten, mein Freund. Da müssen wir dann wieder hoch. Ach, ja, schon wieder. Hier weg, schnell hier weg. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Na, ich bin doch geheilt, was mache ich hier?
So, dann einen höher und dann wieder rechts. Sagt er nicht auch bei der Hauptstadt? Und der Weg, der führt uns, glaube ich, zur Stadt. Hier stand ja was von wegen der Pilgerweg endet hier. Schauen wir nochmal. Hier endet der Pilgerweg. Das Herz von Heilands Nest liegt offen vor dir. Schreite voran und nimm Anteil an seiner Herrlichkeit. Ja, und hier kommen wir jetzt lang, dank der Mantisklaue. Sehr gut, dann machen wir das doch erstmal. Boah, was für eine gemeine Passage. Oha. Hier kommen wir hoch, das sieht mir nach einem Geheimgang aus. Ha! Können wir unsere Seelenenergie nochmal aufladen. Und hier ist Timing gefragt. Sehr schön. Und der Weg ist frei, aber nach rechts nicht. Das heißt, wir müssen uns weiter durch dieses Dornengedöns hier wagen. Machen wir das mal. Ach, du Heiliger. Ah, da oben waren ja auch noch welche. Übersehen. So, die Brücke ist frei. Was haben wir hier? Eine große Ritterstatue mit einem Sockel auf ihrer Brust. Das Stadtwappen einsetzen. Ah, das brauchen wir, um hier reinzukommen. Wie schön. Und hier liegen schon wieder Tote. Und hier geht's hoch. Was war das? Ist das Tor wieder hinter uns zugefallen? Hier geht's aber hoch, das will ich mir noch angucken. Hier scheint es irgendwas zu geben. Ja, damit kennen wir uns jetzt aus, Leute. Hier haben wir schon wieder so einen zerstörbaren Boden. Den muss ich mir noch gerade auf der Karte markieren. Dass es da noch was gibt. Da haben wir da rechts eigentlich jetzt geguckt, ob wir hier rechts oder links können. Hui. Schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Die Viecher sollten wir nicht schlagen. Was war denn das? Eine Wammfliege. Dünne Flügel verbergen ihren äußerst gefährlichen Bauch. Opfert sich selbst, um ihr Territorium zu schützen. Hallo, Depriman. Aua. Hoch oder rechts? Wer bist du? Du bist neu. Da will ich mich erstmal heilen, bevor ich mit dir in den Kampf trete. Autsch. Der hat's aber auch in sich. Oh, der ist auch sehr agil. Ich guck mal lieber erstmal, was es oben gibt, bevor ich hier weitergehe. Wir müssen an ihm vorbei. Und genau das ist ein Problem gerade. Weil wir nicht mehr viel Lebensenergie haben und der doch sehr, sehr agil ist. Und die letzte Bank auch schon. Ja doch, die einzige Bank, über die wir dann wieder kommen könnten. Ja, Bank, ne? Wir waren ja da unten bei der Bank, bei der unteren hier. Das heißt, wir müssten da wieder komplett hoch. Ah.
Danke. Danke dafür. Danke dafür. Kann ich nicht anders sagen. Wir können mal gucken, was das für Viecher überhaupt sind. Gardistenhülle. Belebte Überreste eines Gardisten von Heilandsnest. Hat einige Erinnerungen an seine frühere Aufgabe behalten. Ja, leider. Oh nee, das ist ja noch so einer. So viel Glück wie vorhin. Wow. Ah. Wir haben es hinbekommen. Der Trick funktioniert ja bei vielen zum Glück. Wenn sie schlagen. Und nach vorne stürmen. Ein Aufzug. Moment, fahr doch nicht bitte da vorbei. Hier war noch was. Die großen Tore sind versiegelt. Möge niemand die Stadt betreten. Möge niemand die Stadt verlassen. Und da haben wir Quirrell. Die Hauptstadt liegt vor uns, mein Freund. Was für ein düsterer Ort sie zu sein scheint. Ein Ort, der die Erklärung für so manch ein Geheimnis birgt. Auch ich habe die Anziehungskraft dieses Ortes gespürt. Doch jetzt sitze ich davor und zögere, zu ihm hinabzusteigen. Ist es Angst, die mich zurückhält, oder etwas anderes? Die Stadt scheint in einer riesigen Höhle erbaut worden zu sein und der Regen dringt durch die Ritzen im Stein über uns. Irgendwo da oben müssen Unmengen an Wasser sein, aber wenn die Höhlendecke so lange ausgehalten hat, wird sie wohl auch noch für uns halten. Der Regen scheint jedoch unablässig niederzuprasseln. Bevor ich dieses Königreich verlasse, möchte ich gern sehen, woher er kommt. Was für ein Anblick das sein muss. Na, Minobis. Blickt man von hier hinunter, kann man durch den Regen diese verdorbenen Wachen sehen. Leere Höhlen, die immer noch auf Patrouille gehen. An deiner Stelle wäre ich bei ihnen vorsichtig, mein Freund. Sie haben ihre Ausbildung sicher nicht vergessen. Diese Stadt bietet viele furchteinflößende Gegner. Ist dies nicht ein wunderbarer Platz für eine Rast, wie ich den Klang liebe, wenn Regen auf Glas trifft? Ja, jetzt wiederholt er sich. Wir speichern mal kurz. Und ich meine eben während des Gespräches eine Larve gehört zu haben. Oder ich bilde mir hier einfach schon was ein. So, wir setzen uns zu Quirrell und genießen einen Augenblick der Ruhe, bevor wir uns im nächsten Video auf die Suche nach dem Nagelschmied machen, bevor wir die Mantisfürsten herausfordern. Da möchte ich tatsächlich doch seinem Rat folgen. Außerdem kann es nicht schaden, seinen Nagel ein wenig zu verbessern, zu schärfen, was auch immer. Dann werden wir weniger Treffer für die Gegner brauchen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ratsam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.